Notiz aus der Feuerbibliothek. Diese Notiz ist geschwärzt und verbrannt. Man kann nur noch ein paar Bruchstücke des Textes entziffern. Gefährden sind sture Idioten, Dämonen, praktisch immun gegen körperlichen Schaden. Verwandelt er sich jedoch in seine Eisform, ist er durch Flammen und Feuer verwundbar. Den aufgeblasenen Luftmagier und seine lächerlichen Diener zerstören. Meine Riese ist unbesiegbar. Wahrscheinlich seine Riesen. Okay. Wenn ihr es wollt. Zeit aufzubrechen. Hinter ihm soll also das Luftlabor sein. Warum habe ich eigentlich, aber eigentlich ja das Gefühl, dass hier nur das Feuerlabor ist? Oder sag bloß, die sind irgendwie miteinander verbunden. Ja, wir nochmal sicherheitshalber hier. Ihr Data-Sat und der Regulator beginnt sich zu bewegen. Ein Luftsturm schießt über euch hinweg. Aus der Luft bilden sich Gestalten, die entfernt an humanoide Wesen erinnern. Ohne das Zepter der Luft kann man das Rad nicht noch weiter drehen. Also hier lang? Oh. Starke Windstöße kommen durch diesen Gang und zerren an eurer Kleidung. Sie sind so stark, dass ihr beinahe von den Füßen gerissen werdet. Au. Okay, nicht so toll. Definitiv überhaupt nicht toll. Keine große Herausforderung. Ich war nun gut. Ja, Immuns Stufe erhöht. Okay. Ich brauche Heilung. Wir sollten erst einmal die Ventilatoren ignorieren. Keine große Herausforderung. Ja. Verstanden. Ich war nun gut. Ganz ehrlich, ich ignoriere erstmal die Ventilatoren. Au. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie. Das war Aua gemacht, deswegen laden wir neu. Keine große Herausforderung. Nun gut. Ja, verstanden. Und schicken die Fallen, suchen die Immun mal vor. Das Knistern von Flammen ist zu hören. Der herbeißende Geruch des Rauches in eurer Nase. Aus dem Raum stürmt ein Schwall von Hitze. Eure Haut rötet und wirft kleine Blasen. Ich war, was immer ihr wünscht. Okay. So wie es aussieht, können wir immer nur einen Ventilationsraum betreten von einem Labor aus. Okay, okay. Schön. Das müsste jetzt das Windlabor sein. Oder aber es ist das Erdlabor. Ja, das wird viel stärker schmerzen als nie. Ah!
Ja. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Los, spuck es aus. Geht klar. So, Eisengolem war nicht ganz so gefährlich. Und hier scheint ansonsten nichts mehr gefährlich zu sein, oder? Ja, Talisa wurde nur gut verprügelt, also heilen wir sie mal hoch. So, neue Schleuderkugeln. Eine eher wertlose Schriftrolle. Die können verkauft werden. Das kann da rein. Schleuderkugeln plus 3. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Hier bin ich fertig drin. Hier ist gar nichts Nützliches. Ihr, Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Witterbolzen und Wurfpfeile. Kugeln plus 1. Und Sonnensteinschleuderkugeln, ach, die können auch mal weg. Noch mehr Gegengifte. Notiz aus der Luftbibliothek. Viele der Worte auf diesem verstreuten Pergamenten sind im Verlauf der Jahrhunderte verblasst. Nach meiner elektrischen Verzauberung, unser gefangenes Haustier, die Gestalt des grünen Schleimriesen, ist durch Elektrizität verwundbar. Nur der letzte Eintrag lässt sich noch vollständig entziffern. Ich habe dir endlich die Möglichkeit entdeckt, wie ich diese tragische, in Schleim verdachte Entschuldigung für einen Magier ausrücken könnte. Wenn ich meinen Ventilator auf die höchste Stufe stelle, während diese westliche Tür zu seiner Giftküche offen steht, dann wird der Giftnebel aus dem Labor geblasen. Dadurch werden seine Gifttierchen verwundbar. Ich muss daran denken, diese Schleimpfützen mit Blitzen zu bearbeiten, wenn ich nicht will, dass sich bald tausend davon hier herumtreiben. Bald werde ich meinen Plan umsetzen und mich von seiner ätzenden Gegenwart für immer befreien. Wenn ich mein Ventilator auf die Wehr, die südwestliche Tür zu seiner Giftküche offen steht. Was ist die südwestliche? Die da oder die da? Keine große Herausforderung. Ah, warte mal. Hier waren wir noch nicht wir drin. Wir sind alles am Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Worte für den Weisen, Kreis, Quadrat, Dreieck, okay. Ich war nun gut. Ihr richtet widerwärtig beißende Geruch giftiger Denkfe, die von dem verseuchten Becken in dem Raum jenseits des Tors aufsteigen. Okay, hier ist auch abgeschlossen. Das sieht nach Gift aus. Oh, Gift könnte böse werden, wenn es wieder Teilungsschleime sind. Auf geht's. Okay, okay. Au, nein, es ist nur eine Stinkewolke.
Ja, ihr riecht den widerwärtigen Beißengeruch giftiger Dämpfe, die vor verseuchten Becken. Ja. Ha! Ein stinkendes Loch des Bösen. Deck deine Nase, Bo. Ja, denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Erzählt mir mehr davon. Mal wieder ein Schlüssel. Öffne ich damit hier die Tür vielleicht? Ja. Oh, ich habe Säurepfeil. Und das ist ein grüner Schleim. Okay, das ist nur ein grüner Schleim. Also nichts Böses. Ich hätte aber wahrscheinlich die Tür zulassen sollen, weil jetzt ist der Schlüssel, den ich hatte, weg. Mist. Weil die Beschreibung ist, wenn ich meinen Ventilator auf die höchste Stufe stelle, während die südwestliche Tür zu seiner Giftküche offen steht, also die südwestliche Tür, halt, ist das nicht die südwestliche? Da müsste das durchgeblasen werden, okay. Ich warte. Keine große Herausforderung. Die Tinte in diesem Tagebuch über die Seiten gelaufen. Zahlreiche Seiten sind förmlich von Tinte durchschwemmt. Viele der Worte sind völlig unleserlich. Kräfte, die wir nicht verstehen, meine eigene Forschung konzentrieren. Säure und Gift sind gegen seine Luftinkarnation wirksam. Der untere Bereich lässt sein ist beinahe vollständig lesbar. Einen Weg gefunden, das kaltherzige Monster zu vernichten. Wenn ich den Ventilator des Luftmagiers hochfahre und alle Türen zwischen dem Ventilationsraum, meinem Labor und dem kalten Raum des Eismagiers öffne, wird der Wind meine giftigen Dämpfe hinunter zu den Stärken des Eismagiers blasen. Sobald sie von diesem Giftgas berührt werden, werden sie verseucht und verwundbar sein. Dieser Schneeblinde der Marvel kann nicht wissen, wie ihm geschieht. Ich kann dann die Türen schließen, den Ventilator wieder auf die niedrigste Einstellung schalten. Das Gas wird dann in mein giftiges Labor zurücktreiben. Auf diesem Weg geschieht meinen eigenen wertvollen Tierchen nichts. Und alle Türen zwischen dem Ventilationsraum, meinem Labor und dem kalten Raum des Eismagiers. Das heißt, die und die hier unten. Ja, nun gut. Ah, wieder zu viele. Sachen. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Aber ja, ganz ehrlich, das mit den Schlüsseln ist ein bisschen blöd, dass ich die nur einmalig verwenden kann. Ich müsste nämlich irgendwie die beiden Türen auch noch aufkriegen. Und natürlich die in den Feuerraum. Wenn ihr es wollt. Aber ja gut, jetzt werde ich erst einmal hier speichern. Das ist jetzt dann LP
LP011. Und dann sehen wir uns gleich wieder.